Maitri, Mitgefühl, Wohlwollen, Freundlichkeit, Liebe. Maitri zu entwickeln, das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Patanjali, der große Yogameister, erwähnt Maitri Bhavana an mehreren Stellen. Bhavana heißt hier die Entwicklung von. Bhava heißt Gefühl. Bhavana heißt intensiver Gedanke. Bhavana heißt aber auch entwickeln. Darüber werde ich noch ein andermal sprechen. Maitri, Liebe und Mitgefühl. Du kannst Liebe und Mitgefühl, Wohlwollen als dein Grundausstrahlung machen. Mensch hat verschiedene Filter eingebaut. Manche Menschen haben die Filter der Skepsis. So wie irgendjemand etwas sagt, denken sie, stimmt nicht, lügt sicher. Manche Menschen haben den Filter der Melancholie. Geht schon alles schief. Wenn irgendwas schön ist, geht schon irgendwie schief. Manche Menschen haben den Filter des Ärgers. Was will der jetzt schon wieder von mir? Manche Menschen haben und so weiter. Man kann sagen, Grundstimmungen sind die Filter, aus denen heraus du alles interpretierst. Du kannst Maitri zu deinem Grundfilter machen. Und eigentlich ist es kein Filter, denn tief im Herzen ist jeder Mensch Maitri. Indem du zur Liebe und Mitgefühl kommst, fühlst du dich mehr bei dir. Kein Mensch wird sagen, im tiefsten Innern bin ich einfach nur Groll und Ärger. Und das Gefühl, ich muss jetzt wirklich ich selbst werden. Und das mache ich jetzt, indem ich wirklich zornig werde. Nein, man sagt, man ist außer sich vor Zorn. Das heißt, man ist nicht in sich, man ist außer sich. Und man sagt, dass die Melancholie einen lähmt oder irgendwo Traurigkeit lähmt. Das heißt nicht, man ist voll bei sich, man wird gelähmt. Aber Liebe und Mitgefühl, wenn du tief in deinem Herzen bist, dann bist du voller Liebe und Mitgefühl. Deshalb, wenn du tief in dein Herz gehst, kommst du zu Liebe und Mitgefühl. Umgekehrt, wenn du Liebe und Mitgefühl entwickelst und wirklich aktiv sagst, ich will Liebe, Mitgefühl, Verständnis haben, ich will Maitri entwickeln, ich will zum Maitreya, zur Maitreyi werden, diejenige, die voller Liebe und Mitgefühl ist, dann bist du bei dir selbst. Bei anderen zu sein, heißt auch bei dir selbst zu sein. Tief in dich zu kommen, heißt auch zu anderen zu kommen. Entwickle Maitri, Liebe, Mitgefühl, Freundlichkeit, Wohlwollen. Maitri, Liebe, Mitgefühl, Freundlichkeit, Wohlwollen.